Hallo zusammen, ich bin der Dirk Freiberger, Metzgermeister und Fleischsommelier. Meine Lieblingsstudenten von der Hochschule Ansbach waren mal wieder bei mir zu Gast und haben nicht locker gelassen, wollten das Thema Fleischsommelier genau unter die Lupe nehmen. Das folgende Video ist dabei rausgekommen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ein Fleischsommelier ist genau wie jeder andere Sommelier ein Botschafter, ein Genussbotschafter. Und es geht darum, dem Endkunden oder Verbraucher das Besondere an einem Stück Fleisch einfach nahezubringen. Wo kommt das Fleisch her? Mit was wurden die Tiere gefüttert? Wie war die Haltung der Tiere? Was kommt dann da einfach auch für eine Geschmacksnote dann am Ende raus, wenn wir das veredelt haben über Trockenreifung oder Nassreifung? Das ist eigentlich das, was ein Fleischsommelier macht. Das Besondere am Fleischsommelier ist jetzt, es geht auch schon vor der Schlachtung los. Also das ist jetzt das, wo wirklich sehr viel ergänzt wird, also in Bezug auf Fütterung, Haltung und Rasse der Tiere. Und dadurch ist es eine perfekte Ergänzung zum Wissen des Metzgermeisters, weil wir jetzt das Wissen, was wir zum Beispiel in Bezug auf Fleischreifung, diese Fähigkeiten in Bezug auf Ausbeinen, also das Handwerkliche haben, noch ergänzen eben durch diese anderen Sichtweisen, die der Fleischsommelier einfach mit reinbringt. Und das macht dann eben das Besondere von dem Metzgermeister und Fleischsommelier aus, dass er dieses Handwerk praktisch auch dem Kunden über die Theke transportieren kann. Das Besondere an dem Stück Fleisch einfach durch die Zubereitung auch anzupassen und hervorzuheben, das ist es, worauf es ankommt. Einfach, dass man aus dem ganzen Tier auch richtig was machen kann. Ja? Egal, ob das jetzt halt die Backe ist, der Ochsenschwanz oder eben das Filet. Alles mit der richtigen Zubereitungsmethode kombiniert, gibt einen Hochgenuss, ein Festmahl. Also im Prinzip kann es jeder machen. Wenn ich jetzt ein Fleischsommelier mache ohne die Metzgermeisterausbildung, dann werde ich den Cut nie aus dem Tier rausbekommen, obwohl ich theoretisch weiß, wo er ist. Das ist einfach dann so das, wo man sagt, wenn das einer nur Fleischsommelier ist, dann fehlt ihnen einfach diese ganze praktische Seite dann. Es muss schon eine gewisse Zeremonie dann am Tisch folgen. Ja? Das ist auch eine der wichtigsten Regeln, die ich auch meinen Grillseminar-Teilnehmern auch immer vermittle. Man muss diese Zeremonie einfach auf den Tisch bringen, damit man auch dieses besondere Stück, das man vorher wirklich auch mit viel Zeit und mit viel Leidenschaft zubereitet hat, dass man das auch auf den Tisch kommuniziert und dass einfach auch eine gewisse Wertschätzung bei den Gästen entsteht. Hammergeil. Ihr wollt auch was davon? Den Link findet ihr in der Infobeschreibung.